Nachdem die Truppe um sie dann von Beatrix besiegt worden war, machten sich diese auf den Weg nach Kleyra, einer Stadt, die sich in der Krone eines Baumes befindet, der von einem dichten Nebelschleier umhüllt wird. Dieser wird durch ein Ritual verstärkt. Das Volk von Kleyra und Bomezia waren in der Vergangenheit ein gemeinsames Volk, das sich jedoch spaltete. Nach Kleyra flohen die Überlebenden aus Bomezia, unter ihnen war auch deren König. Währenddessen kamen Lilly und Steiner am Südentor an. Dort trafen sie auf Cinna und Markus. Markus war auf dem Weg nach Dreno, der Stadt des Adels, denn er sucht dort nach der Silbernadel, um Blanks Versteinerung aufzuheben. Lilly fühlt sich schuldig, weil Blank sich für sie im Evil Forest eingesetzt hat und möchte ihm helfen. So kam es dann, dass Lilly und Steiner zusammen mit Markus nach Dreno fuhren. Auf dem Weg muss der Zug anhalten, weil der schwarze Tenor Nummer 3 den Weg blockiert. Er konnte kaum noch stehen, wollte aber trotzdem seine Aufgabe erfüllen. Nach dem Sieg fuhr der Zug weiter zum Nordentor. In Dreno angekommen gab es viel zu entdecken. Die Baronesse Stella kaufte unsere Steliate ab, die wir im Laufe unseres Abenteuers gefunden haben. Außerdem gibt es dort ein Auktionshaus, in dem wir seltene Items kaufen und mit etwas Geschick und Handel mit den Adligen von Dreno unser Vermögen erweitern können. Im Auktionshaus sieht Lilly Kuya. Sie weiß aber noch nicht, dass er etwas mit den Machenschaften ihrer Mutter zu tun hat. Als sich die Truppe mit dem Boot auf den Weg macht, um die Silbernadel zu stehlen, denkt Steiner darüber nach, ob er vielleicht gar keine Meinung besitzt, sondern nur seine Befehle ausführt. In der örtlichen Schmiede, wo sich die Silbernadel befinden soll, kommt heraus, dass Professor Toto, der ehemalige Privatlehrer von Lilly, in deren Besitz ist. Nachdem Garnet und Toto in Erinnerung schwelgten und Markus sich die Silbernadel nahm, zeigte der Professor ihnen, dass er einen Geheimgang nach Alexandria besitzt. Die Waggons im Geheimgang werden von der Gargantula getragen. Auf dem Weg bekommen sie ein paar Probleme mit dem Basilisk, der aber nach kurzem Gefecht das Weite sucht. In Alexandria angekommen, tappt die Truppe in eine Falle. Garnet wird von Zoon und Sohn mitgenommen. Markus und Steiner wandern ins Gefängnis. Währenddessen kam die Truppe um sie dann in Kleyra an. Und nachdem diese dann den Stamm erklommen hatte, verstrich nicht viel Zeit, da wurde auch schon Puck, Vivis Freund, der mit ihm das Theaterstück in Alexandria besucht hatte, von einem Ameisenlöwen angegriffen. Wie sich schließlich herausstellte, ist Puck der verloren geglaubte Prinz von Bomezia. Daraufhin soll der Sandsturm durch die Ausübung des Rituals erneuert werden, doch dabei reißen die Saiten der Harfe und der Sandsturm fängt an, sich aufzulösen. Königin Brain leitet die Extraktion der Bestia aus Garnet in die Wege. Für die, die das LP noch nicht verfolgt haben, in Garnet schlummert die Kraft der Bestia, die sie beschwören kann. Die Bestia sind mächtige Kreaturen mit einer gewaltigen Macht und diese Macht will Königin Brain in ihren Besitz bringen. Kurz darauf beginnt auch schon eine Invasion in Kleyra. Zidane und seine Freunde versuchen zwar anfangs diese zu stoppen und die Bürger zu retten, doch die Gegnerscharen sind zu groß. Als sie von Schwarzmagiern umzingelt waren, taucht aus dem Nichts Fredley, der Verlobte von Freya, auf und hilft ihnen aus dieser Zwickmühle. Fredley kann sich aber beim besten Willen nicht an Freya erinnern. Und schließlich kommt Beatrix an, um die Truppe erneut zu schlagen. Aber wieder verschont sie diese und sie kommen mit dem Leben davon. Als sich die Schwarzmagier davon teleportieren, springen sie dann Freya und Vivi ebenfalls in deren Teleportationsfelder. Quina nicht, denn er hatte Höhenangst. So kommen sie an Bord der Roten Hose, dem wichtigsten Kampfluftschiff Alexandrias. Dort können sie zusehen, wie die Bestia Odin den Baum Kleyras komplett zerstört und sie stellen fest, dass Beatrix durchaus Zweifel am Handeln der Königin hat. Von der Roten Rose aus gelangen sie durch Teleportation nach Alexandria, wo sie auf Steiner und Markus treffen, die aus ihrem Käfig ausbrachen. Markus macht sich danach auf den Weg in den Evil Forest. Zidane, Steiner, Vivi und Freya machen sich dann schnellstmöglich auf den Weg, um die Extraktion der Bestia zu verhindern. Sie können Zoon und Sohn auch besiegen. Leider zu spät. Und so hat Lilly ihre Bestia und ihr Bewusstsein verloren. Nun wollen sie so schnell wie möglich mit Garnet aus Alexandria fliehen,
Doch leider kommt ihnen Beatrix ein drittes Mal in die Quere und besiegt sie in einem Kampf. Als Beatrix dann aber auf die bewusstlose Prinzessin hingewiesen wird, handelt sie endlich nach ihrem Gewissen und ignoriert ihre Pflichten. So halten Beatrix und Freya den anderen den Rücken frei, damit diese mit der Prinzessin sicher fliehen können. Vor dem Ausgang fühlt sich Steiner schuldig, dass er die beiden zurücklässt, obwohl es ja auch seine Aufgabe ist, sein Leben für die Prinzessin hinzugeben, und so unterstützt er die Damen. Und so fliehen die übrigen vier durch den Gargantula-Tunnel. Dort taucht allerdings der Basilisk erneut auf. Im Outrage-Mode jagt er die Gargantula den falschen Weg entlang und nach einem Unfall finden sie sich im Zinnengebirge vor Lindblum wieder. Lily ist bedrückt, da sie ihre Kräfte verloren hat. Im Zinnengebirge begegnet sie allerdings Ramu, der mächtigen Donnerbestia. Er ist zudem die einzige Bestia, die human wirkt. Dieser erklärt sich bereit, Garnet seine Macht zu leihen, wenn diese es schafft, aus vielen kleinen Teilen die richtige zusammenhängende Geschichte zu bilden. Diese Geschichte handelt vom Leben des Josef aus Final Fantasy II. Als Lily diese Quest besteht, erhält sie einen Peridot. Ab diesem Zeitpunkt kann Garnet Beschwörungen ausführen und durch Edelsteine wieder den Peridot erlernen. Vorher konnte sie dies nur theoretisch. Es war nur wichtig, dass sie diese Fähigkeit besaß. Als sie sich dann auf dem Weg nach Lindblum machen, stellen sie mit Entsetzen fest, dass Brain auch Lindblum angreift und die Bestie Atmos die Stadt zerlegt. Sofort machen sie sich auf den Weg in die Stadt und erfahren, dass Großherzog Sid noch am Leben ist. Er musste allerdings den Staatsschatz übergeben und so konnte er rechtzeitig kapitulieren. Er unterrichtet die Truppe um sie dann darüber, dass sich im Norden des äußeren Kontinents die Festung Kuyas befinden soll. Doch Sids Schiffe sind im Gebrauch der Armee Alexandrias. Allerdings berichtet Sid davon, dass es durch eine Mine im Morast einen Zugang zum äußeren Kontinent geben soll. Währenddessen beauftragt Königin Brain zwei Kriminelle damit, den Staatsschatz, den Garnet noch bei sich hat, wieder zu beschaffen. Die beiden Kriminellen sind Lani und ein rothaariger großer Mann. Als die Truppe den Morast erreicht, finden sie dort Quina wieder. Der weiß allerdings nichts von einer Mine. So streift die Truppe durch den Morast, bis Quina einen Frosch hinterher rennt und so zufällig die Mine erreicht. Dort lauert allerdings schon Lani, die sich aber nach einem kurzen Kampf vom Acker macht, und so sucht die Truppe den Weg durch das Minenlabyrinth und landet letzten Endes tatsächlich am äußeren Kontinent. Dort erreichen sie zuerst die Stadt der Orklinge, Condea Pater. Der Aufenthalt dort wird aber durch einen Schwarzmagier unterbrochen, der in Condea Pater einkauft. Die Orklinge sagen, dass diese im Wald wohnen, und so finden die vier im tiefen Wald einen Ort, an dem sich die Schwarzmagier vor den Menschen verstecken und in Frieden leben. Hierzu folgt bitte den Links, falls ihr das LP nicht ganz gesehen habt, denn dort erfährt man einiges über Zidane und Vivi. Schließlich folgen sie wieder ihrem eigentlichen Ziel und machen sich auf den Weg nach Condea Pater. Die Orklinge erzählen von einer heiligen Stätte im Norden, doch dort dürfen nur frisch verheiratete Paare hin. Und so kommt es, dass sie dann Lily und Quina Vivi heiratet. Als sie die Stadt verlassen, passiert ein Diebstahl. Schnell rennt die Truppe nach. Dort finden sie das kleine Mädchen Aiko mit einem Mogi, der allerdings vor Quina flüchtet, da Quina ihn essen will. Und so bringt die Truppe Aiko nach Hause. Unterwegs stellen sie fest, dass Aiko ebenfalls Bestia beschwören kann. Aiko wohnt in Madainsari, dem Volk der Esper. Alle Mitglieder des Volkes konnten beschwören. Doch das Volk und die Stadt wurden vor einigen Jahren fast vollständig zerstört. Nun wohnt Aiko dort mit den Mogris, unter denen ist auch Mogo. Sie wurde am gleichen Tag wie Aiko geboren und ist ihre beste Freundin. Aiko möchte ein tolles Essen für die Truppe zaubern. Man merkt schnell, dass Aiko Interesse an Zidane hat. Quina wird von einem der Mogris zufällig aus dem Wasser gefischt und hilft ihr dabei. Nach dem Essen machen sie sich auf den Weg zur heiligen Stätte, oder Baum Ifas, wie ihn die Esper nennen.
Dort bricht Aiko ein Siegel, und so betreten sie den Baum und besiegen tief im Inneren des Baumes den Seelenfänger. Durch seinen Tod wird die Nebelproduktion aufgehalten, und so können aus dem Nebel keine Monster oder Schwarzmagier geschaffen werden. Als die Truppe nach Madainsari zurückkehrt, stellen sie fest, dass der Schatzkristall von Madainsari gestohlen wurde. Aiko läuft zu den Wandgemälden, um zu beten, wird jedoch von Lani, die auch den Kristall gestohlen hat, als Geisel genommen, und so versucht Lani, den Schatzschatz Alexandrias zu erpressen. Jedoch schreitet der Rotschopf ein, der denselben Auftrag wie Lani erhalten hat, da er ihre Weise jämmerlich findet. Der Rotschopf fordert einen Zweikampf mit Zidane, den Zidane gewinnt. Der Rotschopf möchte von Zidane, dass er ihn tötet. Dieser kommt der Bitte allerdings nicht nach. Mit völlig gestörtem Weltbild verschwindet der Verlierer des Zweikampfs. Nun erfährt man mehr über Lily und ihre Vergangenheit. Dafür auch ein Link. Nach kurzer Zeit verlassen sie Madainsari, da Kuyas Silberdrache in der Nähe des Baumes gesichtet wurde. Am Ausgang treffen sie jedoch den Rotschopf wieder, der Zidans Handlungen nach wie vor nicht versteht. Zidane bietet ihm an, sich der Truppe anzuschließen, damit er die Handlungsweise Zidans verstehen lernt, und so tritt er der Party bei. Zidane möchte ihn jedoch fortan Margon nennen. Am Baum Ifas angekommen, treffen sie tatsächlich auf Kuya. Zu einem Kampf kommt es jedoch nicht, aber sie werden Zeuge eines Kampfes zwischen Brain und Kuya. Lily möchte ihrer Mutter helfen und sucht nach einer Bestie, die ihr helfen kann. Sie findet jedoch nur Leviathan, der ihr seine Kraft leiht. Nur leider ist dieses Wasserungeheuer in dieser Situation nutzlos. Brain vertraut auf die mächtige Bestie Bahamut, und der Sieg scheint ihr sicher zu sein. Doch dann schlägt sich Bahamut auf Kuyas Seite und vernichtet die Flotte Alexandrias. Lily kann ihre Mutter am Strand finden, doch sie liegt im Sterben, und so kehrt die Truppe nach Alexandria zurück. Jedoch schreitet der Rotschopf. Jedoch schreitet der Rotschopf.